Hey Leute, viele haben ja schon darauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Ich zeige euch, was es im Santalia Hotel alles zu mampfen gibt. Und das ist wirklich nicht wenig, deswegen im absoluten Schnelldurchlauf drückt Pause, wenn ihr irgendwas genauer sehen wollt. Wir fangen mit dem Frühstück an und hier gibt es wirklich jede Menge Auswahl. Alles mögliche an Brot und Brötchen, dann auch verschiedene warme Sachen, Eiergerichte, Joghurt, Müsli, alles was das Herz begehrt. Wir waren insgesamt nur 3 Mal in den 2 Wochen hier, weil wir eigentlich immer lieber gerne ausschlafen. Und wir sind auch nicht so wirklich die Frühstückfans. Für uns reicht einfach Brot und Aufschnitt und Käse. Und ja, das gibt's hier auf jeden Fall. Hier ist es auch mit Getränken relativ schwierig. Die Kaffeeautomaten sind meistens kaputt und Wasser und sowas kann man sich dann vom Zimmer am besten mitnehmen. Dann seht ihr jetzt mal im Schnelldurchlauf, was wir morgens so gegessen haben. Aber wir sind da wie gesagt wirklich sehr, sehr primitiv. Das Ganze kann man dann immer morgens bis 11 Uhr machen, dann schalten die das Licht aus und dann heißt es raus hier. Mittags gibt es dann im Restaurant ein großes Buffet. Das ist ein bisschen kleiner als abends, aber man hat trotzdem eine riesige Auswahl. Hier gibt es dann alles Mögliche an Nachtisch, Dessert, Salate, Dips, Soßen und auch jede Menge warme Gerichte. Abends gibt es das Ganze dann nochmal in richtig krasser Ausprägung. Donnerstags ist immer türkischer Abend, da ist richtig schön geschmückt und es gibt alles Mögliche an Besonderheiten. Tommy hat das jetzt einmal an so einem normalen Abend für euch abgefilmt. Da war jetzt so eine Nudelstation, da kann man sich Nudeln kochen und mit Soße herrichten lassen. Dann gibt es rechts noch einen Bereich, da ist erstmal so diätmäßig und dann alle möglichen Sachen, die abends immer wechseln. Hier war jetzt so ein Fleisch- und Blätterteig. Hinten hat man dann noch das Brot und so. Es gibt immer Pizza und dann das ganz normale warme Buffet mit wechselnden Sachen. Hier muss man sagen, das ist leider alles sehr, sehr schlecht beschriftet. Das heißt, man weiß jetzt nicht, was davon vegan, vegetarisch ist, wo Fleisch, wo Fisch drin ist. Da muss man sich wirklich durchprobieren. Für uns war das egal, aber ich denke, dass da manche wahrscheinlich ein bisschen kritischer sind. Ja, auch hier die Auswahl an Salaten und an Nachtisch, das war einfach richtig, richtig viel. Also wer hier nichts findet, dem kann man nicht mehr helfen. Wir waren dann meistens direkt um 19 Uhr, weil es dann einfach noch richtig schön hergerichtet war und man auch noch die Chance hatte, einen sauberen Tisch zu bekommen und alles. Ja, hier seht ihr mal, was wir alles so hatten. Es gab sogar Carpaccio einen Abend und ja, wir haben richtig reingehauen. Problem ist auf jeden Fall immer mit den Getränken. Man muss wirklich kämpfen, dass man Getränke bekommt. Wenn man Glück hat und einen guten Kellner hat, der fragt dann auch, ob man was haben möchte. Aber ansonsten wirklich aktiv hingehen und ansprechen, sonst hat man keine Chance. Wir sind auf jeden Fall immer richtig satt geworden und auch die Nachtische hier waren richtig gut. Das kenne ich aus anderen Hotels nicht so und das hat uns total beeindruckt. So, und neben diesen 3 Buffets, die man täglich hat, gibt es dann noch den Mitternachtssnack. Der ist wirklich bis 5 Uhr morgens und wer denkt, hier ist wahrscheinlich niemand. Gefühlt das ganze Hotel trifft sich hier abends und da kann man dann à la carte Snacks bestellen und es ist wirklich cool. Dann am Tag kann man sich am Pool etwas zu essen holen. Ich habe euch mal schnell die Karte hier reinkopiert. Da gibt es dann Pizza, Burger, verschiedene warme Gerichte und das war auch alles lecker. Man muss aufpassen, die Pizza ist manchmal echt verbrannt, aber ansonsten kriegt man meistens das, was man bestellt hat, aber es ist immer lecker. Da gibt es dann sogar jede Menge Nachtische, die haben wir auch alle durchprobiert und ja. Die Eismaschine war leider die ganzen 2 Wochen kaputt, also Eis gab es nicht ein einziges Mal. Ansonsten gibt es in der Patisserie, wo es auch das Starbucks-Zeug gibt, noch Kuchen und sowas. Und am Strand ist dann auch nochmal eine Snackbar, wo man im Grunde die gleichen Sachen nur mit einer etwas größeren Auswahl bekommt. Wir waren nur einen Tag mal mittags am Strand und da haben wir Nudeln gegessen und Domi hatte noch so ein Caesar-Salad, das war auch echt lecker. So, dann kann man auch Abendessen à la carte buchen. Das darf man einmal pro Aufenthalt. Und wir hatten dann so eine Karte gesehen und dachten, wir könnten halt wählen. Das ist aber leider nicht so, denn man bekommt einfach Essen hingestellt. Das ging dann los mit einem Salat mit Rindfleisch. Und dazu war so eine Lachspaste, die ich leider nicht gegessen habe. Wir essen beide keinen Fisch. Dann habe ich ein T-Bone Steak bekommen und Domi hatte irgendein Rindfleisch. Es war auch lecker, aber wir hatten halt schon gedacht, dass à la carte bedeutet, dass man auch wählen darf. Aber das ist leider nicht so. Dann noch zu der Gößlem-Bude am Strand. Da macht eine Frau so leckere Gößlems. Also das ist auch echt zu empfehlen, wenn man tagsüber am Strand ist. Und als letzten Punkt kommen dann noch so Knabberzeug. Da kriegt man an den Bars immer Nüsse, wenn man möchte.